Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zum Talos-Prinzip. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Welcher Speicherpunkt das ist. Haben wir das hier schon gemacht? Ich bin mir nicht sicher. Das da haben wir auf jeden Fall schon. Das da nicht. Ich habe möglicherweise ein klein wenig den Überblick verloren. Keine Ahnung. Aber hier wird ja... Doch, hier, warte mal, das müssen wir noch machen. Okay, alles klar, gut. Das ist also unsere nächste Quest für später aufgehoben. Und da sind schon wieder diese komischen Störungen. Was auch immer das bedeutet. Okay. Ja. Warte mal, nee. Wir sehen uns erst um, ne? Ups, rums. Ist hier irgendwas Cooles hinter versteckt? Wir haben ja nun gelernt, dass es Secret Rooms gibt, ne? So, du bist da festgehalten. Das ist cool. Da geht's auch noch lang. Da brauchen wir einen Schlüssel. So viel steht schon mal fest. Da ist der Schlüssel. Aha, wie komme ich da rein, indem ich da lang laufe? Ich nehme mal nicht an, dass es so einfach ist, ne? Da brauchen wir ihn. Hi. Na? So, wie ist dein Laufweg? Da hinten hin. Das heißt, wir kommen erst hier rein. Das geht. Okay. So, also hier können wir reinlaufen. Rums. Ganz toll. So, da ist noch... Da hinten ist unser Teil. Ach du je, zwei Laser. Na, fantastisch. So, mal gucken. Können wir uns an dem vorbeischleichen? Ja, ich bin ja schon weg. So, zack. Okay. Okay, das ist gut. Das ist sehr gut. Aber leider kein Sternchen hier. Und den Schlüssel mitnehmen? Nee, der ist nur für den Einmalgebrauch gedacht. Na gut. Also, dich nehme ich mit. Zack, jetzt nur die Frage, wo platzieren wir dich? Hey, ja, nerv nicht. So, ich laufe mal hier rum. So, damit kann ich schon mal Nummer 1 stören. Das ist schon mal gut. Nummer 2, dem möchte ich nicht so direkt begegnen. Ja, ist ja gut. Oh, meine Güte. Okay, ich bin weg. Warte, wo muss ich lang? Da hinten, ne? So, genau. Dich würde ich gerne mitnehmen. Aber wir schauen erstmal, ob es hier vorne nicht noch was anderes gibt. Das sieht doch eine verdächtige Nische und so, ne? So secret war der Ruhm jetzt aber gar nicht, ne? Oder kommt mir das nur so vor? Was ist? Okay. Warum kommen wir hier hinein? Hier kommen wir wahrscheinlich später wieder raus, ne? Kann das sein? So, nichts Verdächtiges. Nein, okay, alles klar. Gut, das heißt, da wir nur zwei von diesen Dingern zur Verfügung haben, von den Jammern, müssen wir sogar den hier befreien. Ja, in welche Richtung wird er wohl weglaufen? Das finden wir gleich heraus, ne? Oh shit, ich trau mich nicht. Nehmen und weglaufen. Ah! Übrigens, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Okay, andere Strategie. Na schön. Gut, dann machen wir das aus sicherer Entfernung. Wieso ist der so schnell an zu uns hingelaufen? Oh, Moment. Der ist gar nicht mehr da. Ja, wo ist er denn hin? Der Schlüssel hängt hier wieder. Gut, sehr gut. Ups. Okay. So. Hier müssen wir also nochmal rein. Gut. Fein. Dann nehme ich den mit und störe erst den da hinten, um mir in Ruhe das andere Teilchen nehmen zu können. So, irgendwie, ne? Sowas. Ne, das ist jetzt nur für Absetzen. Stören. Okay, aber jetzt geht's. So, jetzt kann ich mir den mitnehmen. Juhu! Okay, und damit schon mal den ersten... Wo ist er? Ach, da ist er. Okay, ich nehme nicht an, dass es von hier aus geht. Nein, der Zaun ist dummerweise im Weg und stört das Signal. Ja. So, zack. Okay. So.
Ist denn hier noch irgendwas anderes Interessantes? Gar nichts, ne? Die Tanne steht da zu dich dran. Nee, das wird nichts. Okay, gut. Dann mal nichts wie hierher. Ja, der sollte jetzt keinen Stress mit uns haben, ne? Okay. Der kommt doch hier nicht ran. Nee. Kommt er nicht. Ja. Psst. Geh weg. So, und den dahin. So, jetzt müssen wir nur einen geschickten Augenblick abpassen, um dazwischen durchzulaufen. Wo ist der? Okay, das ist nicht der geschickte Augenblick. Ja. So, jetzt läuft der da lang. Das heißt, wir können in Ruhe, ganz in Ruhe hier lang laufen. Und erstmal das Gebiet hier erkundschaften. Ne? Guck mal, da geht's noch rein. Und da hinten geht's noch irgendwie so. Aber wir wollten ja hier ran, ne? Ist hier jemand? Nö. Das ist unser. Ja, heroische Musik, aber wir sind hier noch nicht durch. Nee. Ich lasse mir das nicht entgehen. Was ist hier? Das hier ist nur für schön, ne? Kann das sein? Das ist nur für schön. Okay, so. Da lang. Da würde ich gerne auch nochmal reingehen. Wir sind von dort gekommen. Ich würde da gerne reingehen. Alles klar. Jetzt. Oh, hier sind wir lang gekommen. Was ist jetzt aber an Candy? Echt jetzt? Oh, ja, okay. Ich warte, bis du vorbei bist. Ja, ist ja gut. Mach nicht so einen Auf. Psst. Wie kann er mich durch die Mauer sehen? Okay, aber heißt das dann, dass wir... Hä? Du meinst, wir hätten das die ganze Zeit so einfach haben können? Das ist jetzt aber blöd. So, es sollen hier ja zwei von den Sternchen geben, ne? Das heißt, irgendwo wird noch irgendwas sein. Wie hier zum Beispiel. Nö. Schon gut. Ich bin weg. Ist da irgendwas? Der läuft da hinten lang. Doch, ist okay. Heißt das tatsächlich, ich kann hier nichts weiter machen? Das ist aber... Naja. Guck mal. Ein Engel. Ja. Ich bin ja gleich verschwunden. Und hier komme ich drauf. Cool. Um was zu sehen? Nix. Hier ist auch nichts Wichtiges dahinter. Na schön. Okay, ja. Dann, nö. Machen wir tatsächlich einen Abgang? Ich kann es gar nicht glauben. Na gut. Wo geht's hier raus? Hier nicht. So. Ja. Okay, den haben wir auch erledigt. Was wollte ich mir merken zwischen 5 und 6, ne? Da ist noch ein Teilchen. Okay, hier irgendwas? Nein. Hier ist auch nichts. Okay, haben wir den schon? Guck mal, den haben wir schon. Was ist hier? Warum ist das so? Warum ist das so? So, wir haben alle Tappen. Nee, hier, da fehlt noch einer. Da fehlt noch einer. Hä? Ich bin doch aber... Bin ich nicht reihum vorgegangen? Das ist ja blöd. Naja. Dann gehen wir da eben nochmal ran. Ich schaue mich hier nochmal ein bisschen um. Aber nee, scheint nichts weiter zu sein. Oder kann das sein, dass das hier unsere Stelle vom letzten Mal war und ich habe hier einfach nur einen komischen Checkpoint erwischt? Wäre eine logische Erklärung, ne? Aber auch hier ist kein Dings davor. Haben wir den nicht schon mal gemacht? Ein ansteigendes Problem. Doch, hier sind wir drin gewesen, haben aber keine Lösung gefunden. Stimmt. Das war's. Wir sind zwischen 5 und 6. Ja, Gestalter bei der Hand nimmt. Genau, da, ich erinnere mich daran. So, und hier hinter war nichts, ne? Also gar nichts. Wieso wird mir eigentlich nicht mehr angezeigt, wie viele Teile ich gesammelt habe? Und wie viele Sterne ich bereits erlangt habe?
Ching, genau, super. Ja, ich bin ja gleich wieder weg. Mach dir keine Sorgen. Ich bin gleich wieder weg. Ich nehme das hier nur mal eben an mich. Okay, das bringt gar nichts. So, aber das hier bringt was. So, damit haben wir den schon mal weggeschaltet. Ja, da wunderst du dich, ne? So, okay, jetzt können wir den hier stören. Ja, soweit entsinne ich mich auch noch. Aber hier war jetzt nichts weiter, oder? Außer dieser Möglichkeit, hier rüber zu gehen. Die aber nur in eine Richtung funktioniert. Das heißt, wenn wir etwas mitnehmen wollen... Hier ist nichts weiter. Wenn wir etwas mitnehmen wollen, wie zum Beispiel den Jammer, das funktioniert in diese Richtung. Ich kriege dieses Tor hier auf. Sieht nicht so aus, ne? Gibt es hier irgendwo einen Schalter, den ich bisher noch nicht gesehen habe? Hier nicht, da nicht, da nicht. Hier oben irgendwie nicht so. Hier hinten vielleicht? Nein. Okay, dann probieren wir es. Ist irgendwie alles nischt, ne? Okay, dann probieren wir es hier nochmal. Guck mal, da kommen wir hin. Jetzt sind wir über die Mauer drüber. Das ist okay. Da gibt es noch ein bisschen was zu bewerkstelligen. Die Tür ist natürlich zu. Ja, klar. So, ja, und da ist auch noch so eine Mauer. Aber kein Schalter. Kein irgendwas Schalter. Nö. Nö, auch nicht. Sieht alles gut. Sieht alles cool aus, aber noch kein Schalter. Auch hier nichts. Gar nichts irgendwie so, ne? Bumm. Ja. Okay, toll. Gut, das heißt, warte mal. Da hinten ist der Schlüssel. Also irgendwie müssen wir hier durchkommen. Und wir waren in diesem Areal definitiv noch nicht. Okay. Komme ich denn da irgendwie hin? Da hinten die Mauer ist versperrt. In dem Raum dort sind wir drin gewesen. Da wissen wir, dass der... Ah, warte mal. Vielleicht ist... vielleicht gehe ich es falsch an. Dass tatsächlich die Kugel die Lösung ist. Ja, zu früh. So, jetzt kommt er raus. Wir haben ja schon gesehen, dass diese Kugeln explodieren können. Vielleicht macht er... Ja. Geh weg. Vielleicht macht er hier etwas Ähnliches. Wo schwebt die denn so hin? Okay, sie schwebt dahin. Und dann kommt sie wieder hierher zurück. Ja, bringt uns das jetzt irgendwas, dass wir die... dass wir die Kugel da hingebracht haben? Bringt uns das irgendwas? Nein! Oh shit! Okay. Und wir können hier auch nur dieses Ding stören. Wir können nicht die Kugel stören. Ist das eine Lösung? Wenn wir hier durchgehen? Dass wir den... Nee, wir können den Jammer nicht nehmen. Fabelhaft. Fabulös. Naja, du bist ganz aufgeregt, ich weiß schon. Aber was bringt uns das denn hier? Also mal ganz im Ernst. So, wir lassen die erstmal da, dann stört die nicht weiter. Die Kugel rumst nun da oben dran. Bumm, genau, toll. Geht aber auf der anderen Seite der Mauer auch nicht runter.
Muss ich am Ende doch die Hilfe benutzen? Das wäre ja echt blöd. Da oben möchte ich hin. Aber ich komme da auch nirgendwo dran. Nee. Kein Secret hier. Okay, na schön. So, meinetwegen. Dann mache ich das eben mal. Aha. Okay. Bitte, wenn der Rat meiner gesegneten Boten muss verdient sein. Ich könnte wirklich ein wenig Rat gebrauchen. Oh, Kuka, das bin ich. Zuerst muss ein Bote erweckt werden. Was? Zuerst muss ein Bote entweckt werden? Erweckt werden? Was? Was sagt mir das? Nee, warte. So. So, okay, prima. Ich habe den Boten erweckt. Nee, ich habe ihn einfach nur stillgesetzt. Ja, und jetzt? Habe ich. Tja. Okay, was bedeutet das? Ich muss einen Boten erwecken. Hä? Gut, wir haben 2 Sterne. Cool. Aber da oben mit den Dingern können wir doch noch nichts anfangen, oder? Ich habe doch gesammelt, wie verrückt. Warum ist denn nichts mehr? Irgendwas raff ich noch nicht. Irgendwas raff ich tatsächlich nicht. Können wir das jetzt lesen? Nee, wir können es immer noch nicht lesen. Okay, hast du irgendwas Nützliches beizutragen? List, lalala. Nö, das haben wir alles schon gelesen. Aber wie erwecke ich denn bitte einen Boten? Also den da haben wir hingekriegt, den da haben wir hingekriegt. Der einzige, der tatsächlich noch übrig ist, ist das L. Eben das da. Zwischen 6 und 7. Und den zweiten Stern haben wir auch noch nicht gefunden. Glaube ich. Bin ich mir nicht ganz sicher. Doch hier, da steht es ja. Den zweiten Stern haben wir noch nicht gefunden. Okay, lass es mich mal folgendermaßen machen. Ich jumpe hier mal ein bisschen rum und gucke. Also irgendwo muss es ja noch was geben. Und gucke mal, wo ich möglicherweise einen Stern vergessen habe. Sind die Sterne hier drauf? Nein. Hier auch nicht. Das ist nur die Übersicht. Nein. Nee, die Sterne stehen hier nicht drauf. Okay, alles klar. Ja, ich hole euch wieder dazu, wenn ich irgendeins von denen gefunden habe. Es ist so blöd wie nur irgendwas. Ich bin noch nicht dahinter gekommen, aber wenn sie hier mal schauen wollen, dann passiert irgendwas. Eins. Okay, hier müssen wir garantiert irgendeine Uhrzeit einstellen. Ich bin auch nicht wirklich weit gekommen, ne? So, KI. Hatten wir denn hier irgendwas? Straton von Strategia. Mein griechischer Materialiste 311. Zerstörung hatten wir schon. Okay, Teamleiter. Bitte versuchen, wie Projektleiter, lalalala. Irgendwo eine Uhrzeit? Hier nicht. W74. Okay, KI-Feedback. Nee, hier auch nicht. Okay, hier ist auch keine Uhrzeit drin. Okay, so, also die Zahlen gehen von 1 bis 2, von 1 bis 24. Okay, gut. Dann schauen wir doch mal hier. Da war doch irgendwas. Ein Bote muss erweckt werden. So, We Faith. Lalalala. Das hier ist nichts, ne? 99 50 08. Zunächst muss ein Bote erweckt werden. Ja, okay.
Stand hier irgendwo eine Nummer? Irgendein Hinweis auf eine Uhrzeit? Hier war auch nichts. Okay, wenn es das denn nicht ist. Hier, komm, da ist ein Zettelchen. An dem, über den wir nichts lesen können. Da, guck mal. Eins. Okay. Auf eins haben wir den jetzt gestellt. Das ist cool. Ups. Upsi. Okay. So, und wenn ich den hier jetzt benutze, dann steht er auf 20. So. Dann steht er auf 20. Okay. Und den Minutenzeiger können wir offensichtlich auch noch verändern. Wie kann ich den Minutenzeiger verändern? Müssen wir nach der Uhr schauen, wie spät es ist. Also die Sonne scheint ungefähr in die Richtung. Hä? Was hast du für ein Problem? Die Sonne scheint in diese Richtung. Also hätte ich gesagt, ist das die 3 vielleicht. So, aber die Minuten kann ich damit noch nicht ändern. Wie kann ich die Minuten ändern? Und wo ist hier eine Uhrzeit versteckt? Oder muss ich die Statuen zählen? Und das ist dann die Antwort. Steht hier irgendwas drauf? Nun zumindest nichts, was ich lesen könnte. Okay, es muss ja offensichtlich irgendeine Einstellung. Oh, jetzt haben sich. Ach, Mist. Das funktioniert nicht. Fabelhaft. Okay, muss ich sie jetzt alle durchgehen oder wie sehe ich das? Und wenn ich sie alle durchgegangen bin, dann kann ich das hier lesen. Ist das die Antwort? Da steht die Sonne. Oh, 20 hatten wir außerdem schon, dann benutze ich jetzt mal das da. Okay. Nee. Also der. Nee, Moment, das ist der Minutenzeiger. Der Minutenzeiger ist mir schon. Also der große Zeiger ist mir schon klar. Aber wie kann ich den kleinen Zeiger beeinflussen? Und wenn ja, muss ich das überhaupt? Gibt es hier irgendeinen Hinweis? Wo gibt es hier einen Hinweis? Es gibt immer einen Hinweis. Wow! Hey! Es passiert etwas! Okay, wow. Gut, also, was war die Lösung? Die 7 und die 20. 7, 20. Ich habe auch keine Ahnung, warum das die Lösung ist. Irgendwas ist hier doch noch verschoben worden, ne? Was ist denn hier verschoben worden? Hat sich da irgendwo ein Durchgang geöffnet? Da hat sich ein Durchgang geöffnet. Ach, sieh mal an. Okay, ich habe keine Ahnung, warum das 27 ist. Also es sind 24 Säulen. Ich habe alles Mögliche abgesucht, habe hier auch ein paar, wo ist sie denn? Welche hatte ich denn besonders? Die da hinten hatte ich besonders im Visier. Hier sind Nummern aufgedrückt. Aber 3, 10, 20, 27, das sind 29, das zählt also nicht. Keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Hier erscheint die 27 meines Wissens auch nicht. Keine 27. Nein, das ist es auch nicht, da war das nirgendwo hin, Exit. Keine Ahnung, warum die Lösung die 27 ist, aber die Lösung ist 27. Also, nee. 7 und 20, nicht 27. So, was haben wir hier?
Okay. Das war nur für das Sternchen gedacht. Ja, cool. So, das heißt, wir haben also den hier übrig, ne? Hier habe ich vielleicht, maybe, eine Idee. So. Wo ist unser Jammer? Unser Jammer ist weg. Ach, der steht da oben. Meine Idee ist... ich hau hier mal ab. Ja, ja. Meine Idee ist, wenn der da oben steht, vielleicht können wir auch den von oben runterholen. Von unten nach oben bringen, weißt du? Wenn ich den jetzt hier hinstelle. Na? So. Vielleicht kann ich den auch tatsächlich auf diese Seite holen, indem ich... Geht das? Nee, geht nicht, ne? Doch, geht! Ah, cool. Ja, cool. Ich hab ihn. Leute, ich hab ihn. Ja. Ja. Okay, der kommt hier nicht rein, ne? So, aber vielleicht können wir den da drüben noch benutzen. Guck mal, das ist ein Laser. Die kann man dann letztendlich ja explodieren lassen, ne? Wenn die beiden zusammenkommen. Vielleicht ist das eine Option. Das hebe ich mir mal auf. So, hier. Komme ich denn hier schon weiter? Okay, ich kann da drum rumlaufen. Nee, ich sollte nicht da drum rumlaufen. Und da innen drin ist auch einer am Start. Aber da haben wir gerade gute Karten. Also Schlüssel ist meiner. So, solange wir hier noch gut drauf sind. Was ist denn? Oh, achso. Da bist du. Ich würde gerne mal da hinten gucken. Dort in der Ecke vor allen Dingen. So, ich laufe dir mal hinterher. Wäre gar nicht nötig gewesen. Wo ist der andere? Der ist da. Okay. Ja. So, ist hier irgendwas? Nein, ist nicht. Da scheint auch nichts zu sein. Hier ist ebenfalls nichts. Da ist nichts. Hier ist nichts. Ja. Ich warte, bis du vorbei bist. Keine Sorge, keine Notwendigkeit, dein Schild auszufahren. Okay, so, den nehme ich erstmal wieder mit. So, das scheinen wir also nicht mehr zu brauchen. Das heißt, ich kann hier den Schlüssel einsetzen. So, und jetzt muss ich es irgendwie hinkriegen, dass Ihmchen hier darüber kommt. Das kann ich nicht von hier aus machen. Nee, der will mich sofort erwischen. Aber vielleicht da drüben. Warte mal, wenn ich hier hochlaufe, sehe ich das da? Ich sehe beides. Cool. Okay, gut, dann stören wir das. Und mal gucken, komme ich da hinten auch ran? Da komme ich auch ran. Ja, cool. So, also erst das hier. Das ist hier exactly the right spot. Ich sag's euch. Die Tür ist offen. So, jetzt nehme ich dich und platziere dich da. Und wenn wir richtig viel Glück haben, dann explodiert er jetzt gleich. Weil er mit dem Laser da hinten in Kontakt kommt. Hoffentlich beschädigt er nicht das Teilchen. Yeah. Coole Aktion. So. Ach halt, ich muss den... Nö, ich mach das einfach so. So, und jetzt habe ich ihn. Yay! Guck mal, hier ist sogar eine Leiter. Und da wäre es sogar reingegangen. Ach, ist ja toll. Na? Jetzt tust du nicht mehr so altklug, ne? Ist hier noch irgendwas Interessantes, bevor wir zurückgehen? Da ist ein No Turning Back, ne? Wir kommen von der anderen Seite rein. So. Zack. Halt. Nee. Ich mach das so. Ich mach das wieder ordentlich. Katsching. Genau. So. Und jetzt kommen wir hier rein. Ist denn hier noch irgendwas Interessantes? Da ist die Leiter, um wieder darauf zu kommen. Alles klar. Wieso sollte ich wieder darauf wollen? Hier ist aber nichts weiter, ne? Wisst ihr was? Ich glaube, dann sind wir in diesem Level fertig. Kann das sein? Ich glaube schon. Wo ist die Übersichtskarte? Da. Wir haben tatsächlich alles geschafft. Ja, da bist du ganz aufgeregt. Was ist denn? Profil herunterladen? Ja, klar. Lade User-Profil herunter. Registriere Profil.
Herzlichen Glückwunsch, Ihr neues Benutzerkonto wurde erfolgreich registriert. Möchten Sie weiter Informationen angezeigt werden? Ja, genau. Erstmal, was kann ich denn machen? So, nur für Grundlegende, da Ihr Konto noch auf eine Bemerkung aufweist, kann Ihnen zurzeit kein Administratorstatus gewährt werden, obwohl Sie viele Charakterzüge einer Person aufweisen. Bitte genießen Sie in der Zwischenzeit die Basisfunktionalitäten Ihres Kontos. Natürlich. Okay, Konflikte. Benutzer hat mal eine bestimmte Ansicht von Persönlichkeit zutage gelegt, fand deren Implikationen aber unbehaglich. Was? Benutzer hat versucht, sowohl die Freiheit als auch die Lebensqualität zu maximieren, obwohl diese Ideale inkompatibel sind. Was? Benutzer hat seine moralische Autonomie. Ach, das waren diese Fragen, die wir beantwortet sind. Ja, natürlich. Benutzer hat seine moralische Autorität verleugnet, aber moralische Behauptungen verteidigt. Benutzer hat widersprüchliche Ansichten über Wert. Ja. Okay. Ich bin ein schlechter Mensch. Das ist das Ding. Psychologisches Profil. Möglicherweise haben Sie Ihre Leistung bereits bereits kritisiert, aber es ist klar, dass Sie verstehen, wie die Welt der Ideen Sie beeinflusst, obwohl Sie manchmal der Realität überdrüssig sind und es Ihren Vorlieben erlauben, Ihre Ansichten zu beeinflussen. Ja, deswegen spiele ich Videospiele. Hallo? Sie haben bisher ungeahnte geistige Fähigkeiten. Ich weiß. Die Sie aber bisher nicht zu Ihrem Vorteil eingesetzt haben. Nach außen erscheinen Sie diszipliniert und selbstgesteuert, aber innerlich neigen Sie dazu, besorgt und unsicher zu sein. Aber Sie sind trotzdem stolz darauf, ein unabhängiger Denker zu sein und akzeptieren die Behauptungen anderer nicht ohne zufriedenstellende Beweise. Es könnte sein, dass vielleicht, eventuell, gegebenenfalls, dass Sie tatsächlich richtig ist besorgt und unsicher. Nee, das stimmt nicht. Nee, situationsabhängig ja, aber nicht so allgemeingültig. Okay, so, kommen wir mal drauf. Sie haben derzeit ein Basiskonto. Netzwerkzugriff ist auf Administration beschränkt. Bitte genießen Sie die Basis. Ja. MLA Support Ticket, was ist das denn? Es tut mir so leid, dass ich nicht in der Lage war, Sie besser zu unterstützen. Wenn Sie weiterhin ein Problem auf okay, gut. Administratorpasswort. Was? Kontozertifizierung? Arg. Das nehme ich. Und danke, ein Support-Ticket wurde erstellt und Ihrem Profil angehängt. Sie erhalten eine Benachrichtigung, sobald eine Antwort gesendet wurde. Natürlich. Ist da sonst noch was? Nee, weiter komme ich nicht, ne? Okay. Weiter komme ich nicht. Okay, gut. Na schön. Sitzung beendet. Ja. Lalalala. Und das haben wir schon alles gesehen. Okay, gut. Dann lass uns mal zurückgehen. Wir sind hier done. Da, guckt es euch an. Done. Und hier sind wir nicht done. Ach, das war das erste Kapitel, ne? Ja, da komme ich an diesen Stern nicht mehr heran. Das wird mir nicht mehr gewährt. Und da sind wir done. Yeah. Und da möchte ich noch... Doch, da möchte ich hin. Was brauche ich hier? Brauche ich doch deutlich mehr. Ah, ja, hier brauche ich alle 4. Okay, apropos 4. Das wird unser nächster Level, ne? Alles klar. Gut, machen wir auch... Okay. Ja, ist gut. Ist hier jemand? Hallo? Streunt hier jemand rum? Hallo? Und wie kann nach all dieser Zeit überhaupt noch irgendein Feuer brennen? Wie lange ist die Anlage hier schon in Betrieb? Teddy? Hallo? Es wurmt mich noch ein bisschen, dass ich dieses mit dem 27 nicht rausbekomme. Habe oder 720. Es war jetzt reine Rumprobiererei. Eine lange Rumprobiererei. Ach, guck mal, wir haben einen roten Punkt. Ach, ist ja irre. Okay. Na schön. Gut, Leute, nächste Folge gehen wir in die Nummer 4. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund und auf Wiese gehen. Tschüss.
jetzt.